Yo, was geht, meine lieben Soccer-Junkies? Ich bin euer Nubis und ihr seid hier bei Base Live World. Ja, wie einige von euch bestimmt gemerkt haben, hat sich auf unserer Facebook oder hier auf YouTube eine Kleinigkeit getan, aber darauf gehen wir gleich weiterhin ein. Wir spielen heute Nexus, Materialschlacht, Titanfall. Und ich werde wie immer mit meiner gewohnten Schrot spielen. Und mal gucken, was ich reizen kann, während ich irgendwie ein bisschen erkläre, was es jetzt sich mit den neuen Logos BZW-Bannern auf sich hat. Ja, mach hin. Ich fange erst an, wenn wir im Match sind, du blödes Ding. So, jetzt geht's aber los hier. Unser Titan, genau, und jetzt geht's aber hier ab. Ranked Chip, ja, ist normal. Ja, danke. Dir einen guten Tag, Krankenschiff. Da holt's noch einer. Und das sniped auch einer. Sollte hier abhauen. So, wie versprochen, gehe ich jetzt mal auf die Banner ein. Und zwar kommen die Banner von dem Benny, von Banhammer. Oder Banhammer. Der hat uns die gemacht. Danke dafür nochmal. Und ja, das Ganze hat auch was damit zu tun, dass wir ab sofort auch Partner von Banhammer sind. Und mit ihnen zusammenarbeiten. Jetzt habe ich natürlich von ein paar Seiten schon intern, von unseren aktiven Community-Mitgliedern und eben halt auch von dem Henner her gehört, gut, wir feiern jetzt die Entscheidung nicht so. Wir sind damit nicht so ganz zufrieden. Finden wir weniger cool. Aber okay. Sie wollten dann auch wissen, was ich genau mit Banhammer jetzt mache. Und zwar, klar, in erster Linie wie üblich der Support und die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern von dem Clan. Vorab dazu nochmal, ihr könnt mit euren Clan genau dasselbe erhalten. Diese Kooperation, diese Zusammenarbeit. Hab ich aber jetzt hier geholt. Also an sich dieses, wir arbeiten mit euch an euren Clan und eben halt supporten euch, dann eben halt unsere eSports League, die wir ja noch haben, wo ihr mit uns arbeiten könnt. Was ist denn der Kerl jetzt? Da, ja, danke. Und was gibt's noch? Ja klar, I love my skills, die Hacker-Vorwürfe, die kann ich an sich nicht bestätigen. Ich muss hier den Herrn echt in Schutz nehmen und sagen, bisher, wenn er mit mir ebenfalls gespielt hat, war er immer sehr sauber. Und gut, jetzt hat er natürlich viele Kritikpunkte von einigen Seiten kassiert, aber okay, es ändert ja nichts daran, dass bei Banhammer mehrere sind und auch an sich alle sehr nette Typen sind. Ich feiere die Jungs jedenfalls, finde die sehr nett und bin auch glücklich darüber, dass ich mit den Jungs hier zusammenarbeiten darf. Wo ist denn der? Komm, bist du.
Ach nö. Hat er mich eiskalt erwischt. Nice Kill. Gut. Was mache ich denn noch jetzt so bei Banhammer? Und zwar werde ich da ins Marketing reingehen, ins Werbetechnische und Management Marketing und werde die Jungs da ein wenig unterstützen. Aus dem Grunde, weil es für mich auch eine Möglichkeit ist, mich zu verbessern für das, was ich gerne auch hier mit Baselife mache und vieles mehr. Und ja, das Ding an sich im Großen und Ganzen ist eben halt, dass ich auch mit den Jungs eng zusammenarbeiten werde, auch punkto zur Unterstützung von unserer eSports League Seite her. Ah, hab ich. Naja, dann macht mein Titan das jetzt gleich. Gut, hätte ich jetzt nicht so drauf rennen sollen. Dumme Idee. Ja, unsere eSports League ist natürlich auch noch weiterhin im Mache. Und wir haben da noch lange nicht das erreicht, was wir uns gedacht haben. Und wir würden gerne mit euch natürlich noch viel, viel mehr machen. Ich hoffe, dass wir da auf jeden Fall noch mit euch einiges mehr erreichen, sage ich mal. Und ja, ich lasst mal in den Kommentaren da, was ihr denn von der ganzen Sache mit Banhammer haltet und habt ihr vielleicht auch noch einen Plan oder gewisse Vorschläge, was man machen kann mit den Jungs oder mit euch in Zusammenarbeit. Hättet ihr vielleicht auch Bock zu Banhammer zu gehen und mit uns da zu zocken, zu spielen? Wir würden uns auf jeden Fall, denke ich mal, freuen. Wo ist denn der jetzt? Also wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall über ein paar Kommentare von euch freuen, wo man dann halt mal darüber quatschen kann. Und ansonsten gibt es ja noch den Stream, wo wir auch uns unterhalten können, der natürlich regelmäßig aktiv am Start ist. Mit mir natürlich und einigen anderen. Da wird garantiert auch gut und gerne mal wieder das Zombie dabei am Start sein, der I Love My Skill auch, wo man sich mit auseinandersetzen kann. Ansonsten halt auch der Benny, der Besitzer von I Love My, vom Banhammer und der Chef von I Love My Skill. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst mich jetzt wissen, was ihr darüber denkt. Ich bin euer Nubis. Es war mir eine große Freude, für Sie ein Video gemacht zu haben. Bis zum nächsten Mal. Gold. Ne, Silber 5 erreicht. Fehlt nur noch 1 bis Gold. Aber das haben wir auch noch schnell gemacht. Kein Thema. Ciao.